Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Ich bin hier noch auf Mauritius in der Lavanil Farm oder dem Lavanil Zoo. Hier werden zum einen die Aldabra-Schildkröten gezüchtet. Habe schon seit 10, 20 Jahren habe ich von hier schon Aldabra-Schildkröten bekommen. Allein deswegen möchte ich das hier mal besuchen. Aber es ist auch ein interessanter Krokodilzoo und da führe ich euch heute mal ein bisschen rum. Hier haben wir gleich mal gigantisch riesige Nilkrokodile. Schade, dass ihr den Vergleich nicht habt, weil in der Kamera sieht man gar nicht, was das für Brocken sind, aber also Gewicht geschätzt haben die mindestens 300 Kilo oder noch mehr. Echt ein paar Riesenviecher hier. Hier die Ablage, die Eiablagemöglichkeiten für die Tiere, ne? Haben sie natürlich gut gemacht, hier so ein riesen Sandstrand. Dem hier wird es wahrscheinlich ein wenig warm, deswegen macht das Maul auf. Ne, die drohen sich sogar ein bisschen, oder? Hier ist die Madagaskar-Abteilung. Zum einen hier diese sehr hübschen Radiatas. Und hier in diesem Madagaskar-Gehege sind auch Lemuren. Die sind allerdings wohl gerade alle im Schatten hier. Gucken, ob wir die alle sehen können. Hier sind die Lemuren, habe ich jetzt zwar noch nie gesehen. Eine Mischung aus Schildkröten und Lemuren hier im Käfig. Aber passt natürlich, weil das natürlich auch klassische Madagaskar-Tiere sind. Der da frisst wohl gerade irgendeine Nuss oder irgendwas. Bemüht sich, das Ding zu knacken. Hier mal kurzer Einblick, dass das ein echt tropisches Eiland ist. Dieses Mauritius. Wenn ich mal hier den Bambus hier anguckt, der geht hier hoch. Ja, geschätzt 20 Meter. Ist eigentlich hier so recht schön gemacht, finde ich, in dem Teil von dem Zoo. Das ist so, also nennt sich Naturpfad. Ja, finde ich auch. Also hier sind jetzt keine Tiergehege oder so, aber es ist einfach toll bepflanzt, absolute tropische Dschungelwelt hier. Eigentlich so ein recht schöner Teil von dem Zoo. Ja, also hier ganz hoch in das Dach gucken. Also wie gesagt, wir sind hier im Zoo. Das ist natürlich keine echte Natur oder keine wilde Natur, sondern so angepflanzt, aber schön gemacht. So. Also, man zeigt halt, wie gesagt, das tropische Klima hier von dem Mauritius, ne? Dass das halt, oder da wachsen und sprießen so Sachen halt. Ne? Jetzt sind wir hier in der Aldabra-Abteilung, wie unschwer zu sehen. Da liegt ja die erste. Interessant ist, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die hier irgendwie nochmal hinter einem Gitter sind. Aber die laufen hier tatsächlich frei rum. Der größte Gag ist, die Kinder dürfen sogar drauf sitzen. Das scheint denen auch nicht sonderlich viel auszumachen, wenn die Kinder da drauf rumklettern.
wird es wieder sicherlich einige Kritiker geben, die das nicht mögen. Aber ich glaube, wird es den Schildkröten auf den Geist gehen, dann würden die Reis ausnehmen. Von überall her sind die Paarungsgeräusche zu hören. Vielleicht mal hier hinten den Kollegen filmen, der sich da so bemüht um das Weibchen. Zum ersten Mal sehe, dass hier so eine Flüssigkeit austritt. Kräftig am Fahren hier. Ja, schon schönes Gebiet hier. Jede Menge gigantisch große Schildkröten. Die Größe habt ihr gerade gesehen, wo die Kinder drauf rumgesessen sind. Hier ein ganz extrem glattes Tier. Hübsches. Ganz glattes, vermutlich Weibchen. Also wer Aldabra-Schildkröten von euch besitzt in Europa oder in Deutschland oder eigentlich weltweit, zu vermutlich zumindest 50% kommen die von hier. Ne? Das ist definitiv die größte Farm und größte Produktion von Aldabra-Schildkröten auf der Welt, ne? Ich hatte vor 20 Jahren das erste Mal mit denen zu tun, aber die haben sicherlich schon früher hier die Schildkröten gezüchtet. Der Besitzer ist leider heute nicht da, mit dem können wir nicht sprechen. Hier ist gerade Holiday Season. Und deswegen leider, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den hier treffe und mal persönlich Hallo sagen kann. Aber leider not here. Immer noch kleiner Rundumblick. Das ist hier wohl da hinten die Kinderaufzuchtstube, die wir uns jetzt mal anschauen. Ich mache hier kurz nochmal einen Rundumblick übers Gelände, also schon recht schön groß, ja, man sieht es leider gar nicht so. Da hinten eben geht es weiter. Ja, wie gesagt, alles offen, finde ich schön natürlich. Die Leute können hin an die Tiere. Wird jetzt sicherlich wieder Kritiker geben, die sagen, um Gottes Willen, jeder kann die Tiere anfassen. Aber die Tiere würden ja nicht so erfolgreich züchten seit Jahrzehnten, wenn das ein Problem wäre für die Tiere. Ne? Also von dem her. Die sind es wohl gewöhnt und es scheint die relativ kalt zu lassen. Und von dem her finde ich persönlich, man kennt da meine Einstellung dazu, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn die, vor allem auch die jungen Leute oder die Kids, die Tiere mal ein wenig ganz nah erleben können und anfassen können. Und wenn das die kalt lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie den hier, dann ist das wohl auch okay. Hier mal noch die Liebesbemühung eines Männchens zu einem Weibchen. Die Angebetete läuft davon. Und der macht nicht so den Eindruck, als wäre er der Schnellste. Doch jetzt habe ich so den Eindruck, er ist sich selber nicht ganz sicher, was er will. Paaren oder nicht. Ist natürlich auch ganz schön heiß heute. Vielleicht ist sie auch nicht ganz so sein Typ.
Aber so ganz lassen kann er es doch nicht. Bisschen am Schnuppern und am Riechen. Naja, so riecht er doch ganz gut. Hier hinter Glas die Radiata-Aufzuchtstation. Wir haben gerade eingesammelt, wie so auch immer. Ja, hier sind auch schon einige in den Kisten. Also ich habe den Eindruck, dass die abends die Jungtiere einpacken, damit da nachts nichts passiert. Hier noch ein bisschen was für die Kritiker unter uns. Also die haben hier so ein Auswilderungsprogramm auch für diverse Inseln. Also ich weiß, dass es mit den Aldabras, wie es hier geschildert ist, passiert, aber auch mit den Radiatas, also von Madagaskar, dass die hier einiges in der Richtung machen. Und die haben auch wirklich sehr viele Tiere oder genug, dass sie sich's leisten können, sage ich jetzt mal so dämlich ausgedrückt, und tun da Tiere dann in der Natur ausbilden. Was ich euch auch noch zeigen möchte, hier der Dodo, so heißt dieser Vogel. Das ist ja der Wappenvogel oder wie soll man sagen, der Symbolvogel hier von Mauritius. Ist ausgestorben, ne? Das war so ein Laufvogel. Richtig hübsche, drollig aussehende Tiere. Ich weiß nicht, ob sie in der Natur auch so nett und drollig waren, wie sie auf den Bildern aussehen. Wie gesagt, leider ausgestorben auf Mauritius. Hier so ein Skelett nachempfunden, beziehungsweise Knochen. Hier ein komplettes Skelett-Nachbau. So haben die ausgesehen. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Also die sind echt sehenswert. Ne? Also so werden sie auf den Bildern dargestellt. Wir müssen hier auf der Insel gewesen sein und sind irgendwann ausgestorben oder ausgerottet worden. Ja, ja, noch kurz eben, wieso sie ausgestorben sind, hier steht es. Als die Menschen hier nach Mauritius kamen, haben die halt Schweine, Katzen, alle möglichen Hühner, weiß der Herrgott, alles mitgebracht. Und die haben die Eier von diesen Dodos geräubert und gefressen. Die haben wohl ihre Eier einfach irgendwo abgelegt und die eingeschleppten Tiere hier auf der Insel haben die dann die Eier gefressen und somit die Tiere ausgerottet. Die Jungtieraufzucht von den Nilkrokodilen. Also die Krokodile wurden hier vor 40 Jahren importiert. Die Nilkrokodile, und seither werden die hier gezüchtet in mehrfacher Generation. Hier, der ist hier schön am Rummarschieren. Das Problem in Anführungsstrich bei den Nilkrokodilen ist, dass es halt zum einen Riesenviecher werden und zum anderen auch ganz schön garstige Tiere sind. Ne? Also sie sind nicht so brav und zutraulich wie die Mississippi-Alligatoren, sie sind eigentlich immer relativ wild. Wer hier bei der Folge aufgepasst hat, Alligator oder Krokodil, der sieht jetzt hier ganz schön der untere Zahn, ne, die unteren Zähne, wie sie rauskommen, der Eckzahn und noch der nächste auch noch, ne, wie sie von unten nach oben kommen, ne, da haben wir gelernt. Die echten Krokodile sieht man auch die unteren Zähne. Ne. Folge, weiß es nicht, Alligator oder Krokodil, in der Folge, da wird das angesprochen. Hier sehen wir schön bei den Krokodilen die Zähne. Auch für die Schildkrötenfans unter euch, die Cura ambionensis, amboinensis heißen, glaube ich, Cura ambionensis oder ambionensis, die Amboina Boxturtle. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, unter den Schildkrötenfreaks relativ beliebt. Aber mag mich täuschen, weil ich eben mit Wasserschildkröten leider ein absoluter Tiefflieger bin. Gute Gelegenheit für die von euch, die sich auskennen, postet es hier unten drunter. Sagt, ja, echte Rarität, oder sagt Stefan, gibt es an jeder Ecke.
gehen wir her. Schöne Wasserschildkröten. Hier auch noch ganz witzig, so ein Inkubator ausgestellt mit dem Schild dran. Also die Eier sind ready to hatch. Ja. Müsste demnächst was kommen. Und wer genug Geduld hat, kann sich hier vorstellen und live dabei sein, wie ein Krokodil, ein Nilkrokodil schlüpft. Ne? Das ist natürlich auch eine nette Idee, nicht schlecht. Hier noch was für die Fossilienfreunde unter euch. Nochmal schaut, also auch toll gemacht hier. Ein paar riesige Ammonite. Das ist ja echt, das habe ich jetzt so toll und groß und viel Ananas gesehen. Oder hier, schaut euch mal den an. Echt, also finde ich auch faszinierend, gigantisch. Scheint der Chef hier wohl auch ein Fan davon zu sein. Hier noch Krokodilknochen. Hier kleine Ammonite. Aber hier, die sind ja echt gigantisch. Also das ist ja echt, habe ich so noch nie gesehen in der Größe. Toll, wirklich. Krokodilknochen, nein, wir sind ja hier mitten im Indischen Ozean. Das ist vom Blauwal, die Zähne, wenn ich es hier richtig. Ja, vom Pottwal, Blauwal, natürlich Pottwal. Aber der Paar denken, der Brockhammer kennt sich aus. Blauwal, Bartewal, Pottwal, Zahnwal. Das weiß sogar ich. Jeder, der Moby Dick gelesen hat, weiß das hier. Ne? Also riesige, gigantische Kiefer. Wirbelknochen. Schulterblatt. Wahnsinn. Ja, toll, auch interessant, echt. Den hübschen Senior hier will ich nutzen für mein Outro. Das war die Lavanille Farm. Wie gesagt, schätzungsweise 50% der Terrariana Aldabras kommen von hier aus dieser Farm. War ein kleiner Rundumgang. Ein Zoo ist nie die freie Natur, aber es ist schön gemacht hier. Schöne Farm. Und das wollte ich euch heute mal zeigen. Und bleibt mir treu und checkt my balls. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, kommt hierher und checkt die Aldabras.